Hallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir. Und wie ihr seht, ist es nichts anderes als der gute alte Klassiker von Pokémon der roten Edition. Ja, warum ich mich dafür entschieden habe, ganz einfach. Und zwar war das quasi mein allererstes Rollenspiel, was ich mir damals selber gekauft habe. Ja, und seit diesem Teil liebe ich einfach Rollenspiele. Dieses Genre hat es mir einfach durch den roten Teil angetan. Und damit, somit fange ich dann quasi bei dem Urgestein eins meiner ersten Rollenspiele an. Noch bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie lange ich die Folgen halt machen möchte. Bin da etwas unsicher, wenn ich ehrlich bin, weil ich noch nicht genau weiß, welche Länge die richtige ist. Die optimale Länge, die man zuschauen möchte. Oder wie auch immer. Ja, daher würde ich euch halt vorab direkt mal fragen, was so eine angenehme Länge für ein Rollenspielteil wäre. Sprich halt Pokémon-Parts, weil später halt noch andere Pokémon-Parts definitiv kommen werden. Ich habe mich jetzt erstmal für 20 Minuten entschieden, weil ich dann 30 doch ein bisschen zu lang finde. Aber vom Grundprinzip könnt ihr einfach mal mich wissen lassen, welche Zeit ihr in Ordnung findet und welches zu lang, zu kurz, genau richtig, wie auch immer, eure Meinung dazu quasi. Ja, damit wir nicht weiter rumquatschen und auch mal zum Spielen kommen, sonst sind es nachher nur noch 5 Minuten von den 20, werde ich ein neues Spiel beginnen. Ich bin definitiv mal gespannt, wie der Part so bei euch ankommt. Mir wurde eingeredet, dass ich ihn auf jeden Fall machen soll. Und somit habe ich jetzt einfach mal die Chance der Stunde, wie auch immer, genommen. Und habe jetzt einfach mal mich dazu entschlossen, den Part zu machen. So, ich werde natürlich meinen Standardnamen nehmen. Aber da der ja nicht komplett reinpasst, nehme ich mein Abkürzel und nenne mich einfach mal Mausi. Ob das so ein netter Trainername ist, weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber na gut. Ja. Und der Gegner, da werde ich natürlich bei Gary bleiben, weil man es standardmäßig eigentlich so hauptsächlich kennt und mir jetzt auch spontan kein Name einfällt, den ich jetzt da so eingeben wollen würde. Ja, und wir in der Pokémon-Welt angekommen. Werde mir dann direkt mal mein Item aus dem Lager holen. Nicht wundern, wenn ich hier einfach so in meisten Richtungen so durchrenne. Das ist halt schon so eingefleischt.
auch so vom Spielprinzip her, dass man ja an sich das mehr oder weniger auswendig kennt. Ich kenne es an sich auswendig. Die ein oder anderen versteckten Items werden wohl ja nicht mehr so ganz auf dem Plan drauf sein, aber ja, wenn ich eins vergesse, könnt ihr das ja auch einfach mal in den Kommis mit reinmachen. So finde ich dann auch mal wieder alle versteckten Items. Die meisten Items, die versteckten, die ich kenne, sind halt so die Standarddinger, die ich eigentlich immer mitnehme. Aber mal gucken. Da werde ich mich erstmal schön ins große, hohe Gras begeben und auf unseren Professor warten, der natürlich direkt angedackelt kommt. Und dann, wie bei jedem Pokémon-Teil am Anfang, darf ich mir gleich meinen Starter aussuchen. Ja, und da habe ich natürlich schon jemanden im Blick, wen ich auf jeden Fall haben möchte. Normalsten Fall habe ich eigentlich immer Glumanda genommen. Aber von dem Standard bin ich eigentlich schon länger weg. Dann habe ich eine Zeit lang immer Shiki genommen. Wurde mir irgendwann, naja, auch ein bisschen zu blöd, weil ich die zwei eigentlich immer genommen habe, weil sie schön aussehen. Ja, Glumanda halt. Aber nee, die nehme ich nicht mit. Ich hoffe, ich enttäusche jetzt nicht die ein oder anderen. Dass ich jetzt weder Glumanda noch Shiki mitnehme. Deswegen habe ich nämlich den Emulator ganz geschickt im Hintergrundbild auf das Bisasam draufgepackt. Weil ich nämlich mit Bisasam durch die Gegend ziehen werde. Weshalb und warum, das werdet ihr auf jeden Fall noch rausfinden. Aber ich denke mal so, die alten Hasen, die wissen sicher, warum ich mir das Bisasam nehme. Wo ich ja sagen muss, ich gönne Gary Glumanda nicht. War das halt so mein, ja, das Pokémon, das Starter war, was ich am meisten benutzt habe, glaube ich. Ja, doch, wenn man das hätte zusammengerechnet, mit wie oft ich mit einem Glumanda losgezogen bin, glaube ich schon, dass Glumanda eins meiner ja, Haupt-Pokémon waren, mit denen ich halt immer angefangen habe. Aber immer der gleiche wird ja irgendwann auch langweilig. Wo man sagen muss, es gibt hier leider wenig gute Feuer-Pokémon noch in den Anfangsspielen. Anfangskampf gegen Gary, der zieht sich ja teilweise schon echt in die Länge. Ich muss sagen, den habe ich auch schon sehr, sehr oft verloren, den Anfangskampf. Aber ist ja an sich auch egal. Boah, den habe ich diesmal geschafft. Direkt schon Level 6.
Ach ja, und dieser Level-Up-Sound. Ja, weg Kindheitserinnerung. Auch irgendwo. Na, jetzt haben wir unseren Anfangsstarter. Mit dem werden wir definitiv ja, am Anfang keine Schwierigkeiten haben. Das kommt erst später, wo es dann ein bisschen kritisch mit dem wird. Aber bis dahin habe ich schon ja, bessere Pokémons auf Tasche. Noch keine Karte. Werde ich mir erstmal bei meiner Mama eine Runde heilen gehen. Damit ich mich ja, weiter auf den Weg in die nächste Stadt machen kann. Zwischendrin werde ich auch nochmal gucken, ob ich ein bisschen ja, leveln kann. Wenn nicht, dann ist es halt so. Das richtige Leveln geht dann ja, später erst los. Da werde ich mir noch die Zeit nicht mit verschwenden. Ja, den habe ich jetzt mal angequatscht. Der hat mir einen netten Trank geschenkt. Guter Mann, der weiß, was ich brauche. Für den weiten und langen Weg. Bis ich dann irgendwann mal bei den Top 4 angelangt bin. Bin ich jetzt schon mal gespannt, wie viele Folgen das dann insgesamt werden. Ja, und noch nehme ich die XP definitiv mit. Noch brauche ich die ganzen Erfahrungspunkte definitiv. Ich bin noch über jeden einzelnen Erfahrungspunkt dankbar, den ich an diesen schwachen Viechern dann noch kriegen kann. Ja, dann gehen wir erstmal zum Market, also zum Markt. Und ja, hier kriegen wir unser Paketchen, genau, was wir für den Professor mitnehmen sollen. Ich frage mich nur, warum er den wenigen Weg nicht alleine läuft. Ich könnte doch, keine Ahnung, oder sich einen Kurier anschaffen. Immerhin ist er ja Professor. Aber na gut. Irgendwer muss ja die nette Arbeit hier erledigen. Ja, dann werde ich mich direkt auf den Weg zurück machen. Schön sicher. Ja, über diese Sprungdinger bloß nicht ins hohe Gras geraten. Ja, weil hier nämlich definitiv immer mindestens ein, zwei Kämpfe dann sind. Da bin ich dann doch noch ein bisschen scheu am Anfang mit den ganzen Kämpfen, wenn ich da nur ein Pokémon im Team habe. Will ich das nicht so ganz riskieren. Halt nochmal komplett von vorne den ganzen Weg zu laufen. Ja, immerhin nur 3 KP abgezogen. Geht ja noch. Hab ich jetzt mit Schlimmeren gerechnet. Und schon Level 7. Geht ganz schnell. Die erste Attacke. Eine Runde Egelsamen gelernt. So, dann gehen wir wieder zu unserem Professor. Und geben dem das Paketchen ab, was wir gekriegt haben. Haben wir das Paket übergeben.
kommt die eigentliche Mission, weshalb wir jetzt halt nochmal hier bei dem Professor sind. Jetzt mal den Pokédex mitnehmen von unserem Professor und ja, soweit es geht, dann auch füllen, da ich leider über den netten Emulator nicht tauschen kann und sowas. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, da alle 150/51 fertig zu kriegen. Aber so die Viecher, die ich halt so unterwegs finde, so, die nehme ich definitiv mit. Ja, und versuche auch, wenn ich später die Top 4 durch habe, nochmal das ein oder andere Pokémon halt zu fangen. Ja, mir geht halt eigentlich nur um, ja, um die Geschichte halt hauptsächlich, sagen wir es mal so. So, nach den Top 4 gehe ich vielleicht noch in diese Siegestraße, in diese Höhle da rein, aber ja, viel mehr mache ich dann auch nicht, denke ich. So, jetzt werde ich mir erstmal eine Karte von der Schwester meines meines Rivalen holen. War das die Schwester oder ist das die Mutter? Wahrscheinlich die Mutter eher, nicht die Schwester von unserem Rivalen. Die schenkt mir lieberweise eine Karte. Ja, dann gehe ich nochmal zu meiner Mama, sag nochmal tschüss, winke, winke und heile mich bitte nochmal eine Runde. Ich und meine Pokémon sehen großartig aus. Meine Mehrzahl, so viele habt ihr eigentlich noch gar nicht. Jetzt nochmal die Frage, gab es da jetzt noch einen Pokéball von diesem einen Professor da? Oder war das ein anderer? Nö, das war dann wohl ein anderer. Hier habe ich so im Kopf gehabt, dass irgendwer noch so ein paar Pokébällchen spendiert. Schade. Nichts Gratis für mich. Kaufe ich sie mir halt selber. Da wenigstens ein bisschen Starthilfe kriegen können oder so. Dann hätte ich mir auf dem Weg, keine Ahnung, von Taubsi gefangen oder sowas. Oh, Level 2 nur. Könnte ich auch fliehen, weil so viel XP kriegt man von dem Level 2er Radfratz jetzt auch nicht. Aber na gut. Ich möchte ja auch nicht alle Kämpfe überspringen, das wäre ja auch ja unschön. Weil die Trainerkämpfe später, die werde ich auch so gut wie alle durchziehen. Da werde ich auch nicht so dran vorbei huschen. Weil die XP, die sind halt wichtig, ne? Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Na, dann werde ich mir jetzt hier nochmal eine Runde einkaufen gehen. Hier kaufe ich nämlich am Anfang eigentlich immer die ein oder anderen Sachen. Paraheiler 2 Stück. Man weiß ja nie. Feuerheiler brauchen wir noch nicht. Gegengift nehme ich auch 2 Stück mit. Bälle nehme ich. Da nehme ich, glaube ich, gleich direkt mal 10 Stück mit. Was man hat, hat man erstmal. Damit kann ich mich dann erstmal eine Runde austoben. So, Pokécenter nochmal mit hineingehen.
Hier brauche ich auch nicht dringend irgendwen anquatschen. Hier wird mir keiner was geben. Sonst ziehe ich halt nur unnötig die Folgen in die Länge, wenn man jetzt hier ja noch irgendwelche Leutchen da alle anquatscht. So, ich werde jetzt nochmal schnell das ein oder andere Item einfach mal ablegen. Sonst habe ich nämlich nachher keinen Platz mehr. Wo die zwei Tränke, die brauche ich. Ja, ne, noch brauchen wir nichts ablegen. Stimmt. Das fängt später erst an. Ja, ein verstecktes Item habe ich auf jeden Fall gerade noch auf dem Schirm. Und zwar hier oben haben wir nämlich noch einen versteckten Trank im Gemüse, im Gebüsch. Wer auch immer das da verloren hat oder hängen geblieben ist da an dem Ding. Oh, wenn es Spaß macht. So, die Häuser brauche ich auch nicht gehen. Ich gehe jetzt hier nach oben ganz gemütlich. So langsam Richtung Bertania Wald. Ja, hier ist kein verstecktes Item. Ja, und dann haben wir da oben schon den Bertania Wald. Ich glaube, den ziehe ich nochmal durch den Wald, soweit es geht. Bevor ich Items nutze, bin ich halt oft so jemand, der halt dann zurückläuft. Und lieber im Pokécenter heilt, als irgendwelche Items am Anfang zu benutzen. Ja, das heißt, bei mir wird es das ein oder andere Hin- und Zurücklaufen schon geben. Ich halt schon so auf die sichere Variante halt gerne gehe. Na, hier drin im Gemüse kämpfen möchte ich jetzt nicht. Das kommt nämlich gleich noch. Na, hier haben wir jetzt auch 3 oder 4 Kämpfe. Die werde ich auch auf jeden Fall ja, mitmachen. Damit mein Bisasam noch eine Runde levelt. Leider habe ich bisher nur dieses Igelsamen und Tackle. Mehr habe ich da leider noch nicht. Ich werde den jetzt einfach mal eine Runde pflanzen. Und hoffe mal, dass sie mich jetzt nicht hier vergiften oder sowas. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Und dann darf ich nämlich jetzt schon direkt quasi wieder zurück in den Pokécenter gehen. Mich zu heilen. Oder halt Gegengift benutzen. Na, und da Igelsamen ja auch heilt, sind die am Anfang noch sehr wertvoll, finde ich. Die kann man gut nutzen, die Attacke. Ist zwar nur 1 KP, die man mehr kriegt, aber besser als nichts. Besser als halt Item zu verwenden oder sowas. Daher finde ich am Anfang halt Bisasamen auch sehr praktisch. Ist halt immer jedem selbst überlassen, ob man die Attacke nutzt oder nicht. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Dann ist da drauf wie weg. Gute Nacht. Ach, so jetzt leider nicht.
Wir brauchen nochmal einen Tickel. Tickeln wir eine Runde K.O. oder halt auch nochmal mit dem Egelsamen. Ja, und schon wieder 16 KP. Ja, also auf jeden Fall lohnt sich das noch. Na, dann greife ich den auch nochmal mit an. Oh, der hat sogar 3 Pokémon. Dann machen wir wieder schön hier Igelsamen. Ja, am Anfang ist das noch langweilig, wenig Auswahl an Pokémon und sowas, aber das wird es später ja noch geben. Das mit dem Runterteckeln ein bisschen länger. Und so wie es aussieht, darf ich sogar mich gleich sogar echt noch heilen. Weil da hat er jetzt noch 2 Viecher auf Tasche. Die ich ja nicht hab. Meine Igelsamen da benutzen. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil wenn nämlich gleich doch noch ein, keine Ahnung, Raupihorn, Lio oder sonst was kommt, dann bin ich schon ein bisschen geheilt wieder. Daher mache ich jetzt doch einfach. Na, der Kampf wird sich jetzt auch noch ein bisschen ziehen, alleine wegen dem Herd, na. Da bin ich jetzt keine Ahnung, wie lange noch mit beschäftigt, bis da mal, KP auf 0 sind. Normalerweise habe ich, da ich jetzt schon so oft durchgespielt habe, bei sowas keine Geduld. Es gibt nämlich hier auf dem Emulator so eine schöne Taste, da kann man alles schön vorspulen. Aber ich hatte mir ja, für das erste Let's Play definitiv erstmal geschworen, ich mache es auf die normale Art und Weise. Ohne diese nette Speed-Taste, sonst wäre der Kukuna schon 30 Mal down. Aber es klappt ja auch so. Auf dem Game Boy gab es ja damals auch keine Speed-Taste. Daher... Ja, jetzt bepflanzen wir das wieder hier. Aber der ist Gott sei Dank nur Level 7. Da geht es eigentlich noch. Und ich habe mich ja jetzt an dem Kukuna relativ gut geheilt. Einmal oder zweimal, dann nur einmal, dann müsste der auch endlich weg sein. Ja, und um das noch ein bisschen spannender zu machen, werde ich mich erstmal nochmal zurückbegeben. Eigentlich
Eigentlich dachte ich, ich mache das jetzt diese Folge noch, dass ich komplett durch den Wald laufe. Aber das lasse ich erstmal noch. Ich werde mich jetzt nochmal zurück ins Pokécenter begeben. Dann werde ich erstmal brav hier einen Cut machen. Weil ich ja meine 20 Minuten mal wieder überzogen habe. Die eigentlichen 20 Minuten. Ja, dann werde ich meinen Bisasammer noch eine Runde heilen. Ja, und in der nächsten Folge gehen wir dann ab durch den Vertania-Wald mit einem einzigen Pokémon noch. Ich werde mir definitiv noch dann noch was fangen, um ja, ein paar Viecher mehr da zu haben. So, ich muss ja hier anderweitig speichern. Ich mache ja hier Save Game. Der erste ist mein Stand, der zweite ist der Let's Play Account. So, habe ich das nämlich schon mal so weit dann gespeichert. Hier an der Stelle. Ja, in diesem Sinne. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es mir jetzt ein bisschen angenehm. Und ja, den alten Klassiker, der mir halt sehr am Herzen liegt. Mein erster Part, ein bisschen nervös und so. Ja, und ja, hoffe ich echt, dass es dem einen oder anderen gefällt, weil das Spiel mir echt sehr am Herzen liegt. Ja, und hoffe jedenfalls, dass ihr halt in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.